sind heute in der Geisterklamm in Leutasch. Ich war hier vor ein paar Jahren und war absolut begeistert, obwohl ich damals bei sehr, sehr schlechtem Wetter da war. Es ist dieses türkisfarbene, kristallklare Wasser und man läuft über die Klamm drüber, kann über so Metallgitter gehen, runtergucken, was mit Höhenangst schon echt heikel ist. Aber es lohnt sich. Außerdem gibt es eine coole Hängebrücke. Und das werden wir heute machen. Und ja, ich hoffe auch, dass es bei Matthias so gut ankommt wie bei mir damals. Hier schon der erste Vorgeschmack. Schaut euch dieses Wasser an. Richtig, richtig toll. Und es kommt schon diese Kühle von dem Bergbach hier nach oben gezogen. Und besonders cool, weil heute sind 33 Grad angesagt. Perfekter Klammtag. Es ist nicht nur die Klamm an sich, sondern einfach auch die Umgebung wahnsinnig schön. Saftig grün und dann diese garstigen Felsen, die da hinten rausklappen. Also richtig toll. Und ihr seht es vielleicht so im Hintergrund, also es ist kein Geheimtipp, muss man sagen, was die Geisterklamm hier schon nicht bekannt ist, viele Rezensionen. Aber es ist auch einfach ein fantastischer Ort. Ja. Sagst du mal richtig Geisterklamm? Geisterklamm! Ich habe vorhin gewitzelt, dass ich eigentlich in der Geisterbahn arbeiten könnte und dann die Geisterklamm. Und es ist wieder kristallklares Wasser, wo man jeden Kiesenstein sieht. Ich finde es halt mega, dass man der Klamm hier so folgen kann. Und auch wenn man Höhenangst hat, also ich muss sagen, ich habe echt schon starke Höhenangst, aber es ist gut machbar. Also ich würde jetzt nicht direkt unter mir durchgucken. Es geht noch. Es geht noch, aber nachher kommen auch andere Stellen. Aber es ist wirklich, also kein Problem und lohnt sich. Guck mal mit uns runter. Da sind so wirklich so einzelne Wirbel, die sich auf dem Wasser bilden. Seht ihr? Ja, da werden wir nicht reingelangen. Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich ungut, das sollte man nicht tun. Aber es sieht wirklich richtig schön aus, wenn man einfach ganz entspannt das Wasserspiel beobachtet. Oh, das sieht toll aus. Das ist ja durchsprudelt. Ich könnte dem stundenlang zugucken. Unser Parkticket geht für den ganzen Tag. Perfekt. Und wir haben auch noch Essen im Auto. Wir haben Sitzfleisch oder Schneefleisch. Hier hingen sicher mal die Sicherheitshinweise. Wir folgen weiter dem Flusslauf. Da geht's entlang. So sieht das aus, wenn man Angst hat, dass das Handy runterfällt. Möglichst hinter der Balustrade bleiben, weit in der Gerät. Tja. Aber man will halt auch Bilder haben. Wie dicht die Schlucht bewachsen ist. Richtig, richtig, richtig cool. Was mich natürlich am meisten interessiert, ist am Ende, ob es dir gefallen hat. Ob ich richtig gelegen habe, dass das ein schöner Ort ist. Wenn die Strömung nicht so stark wäre, wäre das, glaube ich, der perfekte Ort, um hier zu baden. Es sieht so einladend aus. Bei den Stromschnellen werden wir jetzt nicht reingeraten. Ich finde auch richtig toll, dieses Licht- und Schattenspiel in der Klamm. Hier zum Beispiel, da sieht man es. Da drüben seht ihr jetzt ganz klein die Brücke, über die wir gleich gehen. Jetzt hier diesen Fluss überspannt. Da unten sieht die Klamm schon wieder fast harmlos aus, wenn man da dieses Kiesanhäufung sieht. Aber ich vermute, es wirkt nur so. Ja. Aber es wirkt hier jetzt wirklich friedlicher. Hier scheint die Strömung nicht mehr ganz so stark zu sein wie gerade eben. Aber man sieht halt an vielen Stellen Strudel und das ist wahrscheinlich das, was dann... Ja, was gefährlich macht. Richtig, genau. Also das Einzige, wo man so ein bisschen Thema hat, wenn man Höhenangst ist, guckt man hier runter, da sind solche Kuhlen. Wenn man da so reinrutscht, und das nimmt dann manchmal so ein richtig ungutes Gefühl. Aber ja, es fühlt sich trotzdem, also obwohl ich auch sonst so auf so Aussichtstürme mit Gitterplattformen nicht drauf gehe, fühlt sich hier gut an.
Ich weiß auch gar nicht, woran der Unterschied besteht. Weil Matthias immer sagt, wir sind in Österreich und hier ist alles super ein Schuss. Super sicher. Hier ist der Fluss jetzt in Anführungszeichen so ruhig, dass man schon das Rauschen gar nicht mehr hört, dass sonst immer alles übertönt. Hier habe ich hier noch alles friedlich am Flusslauf. Und auf der anderen Seite gibt es schon wieder so eine Stromschnelle und einen kleinen Wasserfall. Und die Sonne brutzelt, wenn man aus dem Schatten der Schlucht rauskommt. Nochmal die Brücke von einer anderen Perspektive. Da vorne kommt die nächste Brücke. Vor der Überquerung der Brücke haben wir noch die Abzweigung zum Wasserfallsteig genommen. Weißt du, wie das aussieht? Kennst du auf dem Weihnachtsmarkt diese Kartoffelspieße, wo die Kartoffeln so ganz fein aufgeschnitten sind und so chipsmäßig geröstet? So sieht das aus. Wir sind jetzt am Wasserfallsteig angekommen. Jetzt müssen wir mal überlegen, ob wir den noch mitnehmen oder nicht. Wir sind jetzt die Viertelstunde hier runtergelaufen für den Wasserfallsteig. Da zahlen wir jetzt auch die 4 Euro. Wir sagen euch gleich, ob es sich gelohnt hat. Mal abwarten. Vielleicht sagen wir auch, boah, ihr müsst unbedingt hinkommen wegen dem Wasserfallsteig. Aber wir werden es jetzt für euch testen. Ja. Denn nochmal, also die restliche Klamm ist kostenlos. Genau. Nur der Parkplatz kostet etwas. Genau, das war jetzt 6 Euro pro PKW. Also ja, 6 Euro für den ganzen Tag. Haken, genau. Ja, also da haben wir jetzt schon deutlich andere Preise oder beziehungsweise nochmal extra Eintritt für die Klammen gesehen. Richtig frisch hier drin. Eben habe ich Matthias gefragt. Und wie findest du es? Und seine Antwort war? Es riecht hier drin ein bisschen nach Abfluss. Super, oder? Ja, super. Das ist die Antwort, die man hören möchte. Das viele Grün, das ist richtig, richtig toll, aber jetzt muss ich wieder schreien. Und es geht auf den Hals. Es wird eine ruhige Rundfahrt. Wahrscheinlich. Hat mich heiser bekommen. Und es kommt immer mehr Wasserdampf entgegen. Das Kurzfazit zu dem extra Wasserfallweg, der jetzt 250 Meter lang ist und 4 Euro pro Person gekostet hat. Also auf 1, 2, 3, ich würde es nochmal machen. Hey, wo war dein Fazit? Ich habe dich gewartet. Also ich fand schon gut, aber ich finde 4 Euro für 250 Meter schon ja, ein bisschen viel. Ja, warum ich sagen würde, macht es, ist, wir haben jetzt für die Klamm an sich nichts gezahlt, sondern nur für diesen extra kleinen Weg, was im Endeffekt trotzdem okay ist, 4 Euro für Personen. Ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn es 4 Euro für uns beide gewesen wäre, ehrlicherweise. Ja. Was ich aber gut fand, Matthias hat vorhin bei der Klamm gesagt, es ist ein bisschen schade, dass man nicht so dieses Gefühl für die Klamm bekommt, dass man halt so weit weg ist. Und das hatte man hier voll. Man hat die Gischt abbekommen, man hat diese Kühle, ja, ja, den Fels. Ja. Man war auch näher dran am Wasser. Ja. Ja, und das fand ich halt, also wenn man nur eine Klamm macht in dem Urlaub und nicht jetzt viele hintereinander, dann würde ich auf jeden Fall sagen, macht es.
Und jetzt kommt die Panoramabrücke. Unter uns fließt der Fluss. Schau dir das schöne Alppanorama an. Ja, das ist wirklich richtig toll. Ja. Ja. Und da sind wir hergekommen. Die Brücke wackelt auch so ein bisschen. Ja, das ist super. Keine Ironie. Es geht jetzt auf so einem breiten Kies-Schotterweg außen herum wieder zurück. Wir sind fast wieder am Parkplatz angekommen. Und ich bin schon total gespannt, wie Matthias die Klappe fand. Und Trommelwirbel? Ich sag eine 2. Eine 2? Ja. In den Schulnoten 1 bis 6? Ja. Okay, was hat gefehlt zu 1? Ja, wir waren ja vor ein paar Tagen in der Wolfsklamm und die war einfach noch wilder mit diesen Holztreppen. Und du warst viel näher am Fels und ständig war das Flussrauschen so laut, dass man schreien musste. Es war einfach alles noch viel intensiver. Und hier war das doch ein bisschen mehr angelegt. Aber trotzdem eine sehr schöne Klang. Also 2 ist ja immer noch eine sehr gute Wertung. Auf jeden Fall. Ich kann das Feedback komplett nachvollziehen. Mir geht es auch so, dass es halt nicht vergleichbar ist von dem Aufbau der Klamm. Fand sie trotzdem sehr, sehr schön, weil sie andere Perspektiven geboten hat, eben von oben auf die Klamm zu gucken. Und ich muss auch noch sagen, so für mich war der Game Changer nachher dieser kleine Stichweg zum Wasserfall. Also ich glaube, wenn wir den nicht gemacht hätten, hätte sie... sie war wunderschön, also so wie ich sie auch in Erinnerung hatte, aber ich glaube, das hat nochmal so einen Ticken mehr gegeben. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Abo und nicht vergessen. Bis bald, auf Wiedersehen.